Finaltag bei den Porsche European Open in Bad Griesbach. Schon zweimal hat Bernhard Langer diese Trophäe gewinnen können. In den letzten 5 Jahren jedoch wurde das Turnier nicht ausgetragen. Letzter European Open Champion war deshalb 2009 der Franzose Christian Sever. Langers Siegchancen vor der Schlussrunde waren gering, doch der Routinier versuchte noch einmal alles. Am Ende blieb Platz 24 nach einer starken Woche. Ja, ich habe eigentlich sehr gutes Golf gespielt. Heute war es Weltklasse. Die anderen Tage auch recht ordentlich, sehr gut. Leider war der Putter nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstellte. Sonst wäre ich wohl ganz oben auf dem Leaderboard. Um den Turniersieg spielten andere, allen voran Tongchai JD. Der Thailänder ging als Führender auf die letzten 18 Löcher. Es entwickelte sich ein Duell mit Graham Storm. Der Engländer ließ auf den ersten 9 Löchern zwar viele Chancen aus, setzte JD danach aber immer wieder unter Druck. Doch der 45-Jährige blieb cool. Nach 16 Löchern lagen beide gleich auf. Dann muss Storm auf der 17 treffen, um das Paar zu retten. Bogey für den Briten, die Chance für JD, die er sich nicht entgehen lässt. Wenig später feiert Tongchai JD seinen insgesamt 7. Turniersieg auf der Tour. Das war eine absolut besondere Woche für mich. Ich habe sehr solide gespielt und freue mich riesig über den Erfolg. Und das in meinem Alter. Ich werde im November 46. JD gewinnt also mit einem starken Vorsprung auf Graham Storm. Dritter wird der Schwede Pelle Edberg. Die Deutschen Bernhard Langer, Florian Fritsch, Philipp Mejo und Maximilian Kiefer landen im Mittelfeld. Der Porsche European Open Champion 2015 aber heißt Tongchai JD.